The title of this talk is Shift Happens, or About Letting Go and Coming Home. And I'm really sorry that this talk I have to say it in my mother tongue, because it is way deeper than anything I could ever express in English. And there will be people translating it maybe much better than I could do it. So please excuse, I will shift to German language now. Wir steuern ja gerade so zielgerichtet auf das Mittagstief zu. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade so geht. Aber keine Angst, ich habe was mitgebracht, was uns alle irgendwie betrifft. Und zwar ziemlich grundlegend. Und was es auch ziemlich in sich hat. Wenn ich deine Geschichte höre, Carsten, dann muss ich an Hans im Glück denken. Und ich weiß nicht, wie ihr diese Geschichte so in Erinnerung habt, so aus der Kindheit. Dieses Bild ist übrigens nicht wissenschaftlich korrekt. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das auf Deutsch halte. Hands in Luck, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht oder ob man das so aussprechen würde. Aber es ist nicht korrekt, denn er müsste mindestens 70% glücklicher aussehen. Und er hat natürlich einen Stab, wo das irgendwie dran hängt, das wissen wir alle. Aber wir kennen die Geschichte. Dieser junge Mann, 7 Jahre gedient, bekommt seinen Lohn. Und das ist ein großes Goldstück, so groß wie sein Kopf. Ich hoffe, dass es faires Gold war, vielleicht Edergold oder sowas, weil sonst hat er eine Menge Last, auch an Verantwortung, die er damit sich rumgeschleppt hat. Auf jeden Fall, er ist unterwegs, er geht seinen Weg und er macht so den einen oder anderen Deal, mehr oder weniger schlecht. Und am Ende hat er quasi nur noch einen Mühlstein. Und der fällt ihm auch noch ins Wasser rein. Er kommt nach Hause und er hat eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es euch da ging so, wenn ihr das als Kinder gehört habt. Also ich habe gedacht, was für ein Idiot. Ja, also der hat 7 Jahre gearbeitet. Das war quasi alles, was er so, sein Vermögen. Er kommt nach Hause, er kommt mit leeren Händen nach Hause und einfach total naiv, lässt sich total verarschen und checkt es irgendwie noch nicht mal. So habe ich das irgendwie empfunden. Deswegen, als ich das dann so gehört habe, ja, Carsten, deine Geschichte erinnert mich so ein bisschen an Hans im Glück, da habe ich so gedacht, okay, ich gucke mir diese Geschichte nochmal genauer an. Ich bin nach Hause gefahren, habe die im Internet gefunden, im Wortlaut nochmal gelesen von den Gebrüdern Grimm und es hat mich getroffen wie der Blitz. Weil es total krass ist. Weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich komplett andersrum. Wir alle, die wir hier sitzen, sind nämlich Sohn Hans. Wir haben zwar vielleicht bessere Deals gemacht in der Zwischenzeit, ja, und wir haben vielleicht nachher 7 Goldklumpen und keine Ahnung was an Besitz und vielleicht Reputation und so weiter, aber wir werden mit leeren Händen nach Hause kommen. Am Ende zumindest. Es wird einfach uns entgleiten. Und dann stellt man sich doch die Frage, was ist eigentlich wirklich wichtig für uns im Leben? Und dieser Hans hat ein paar Sachen auch noch richtig gemacht. Auf die komme ich ein bisschen später zu sprechen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, warum diese Geschichte mich so gepackt hat und warum ich gerne über diese Geschichte reden will. Und was das auch mit mir zu tun hat. Da kommen wir übrigens her. Das ist der kleine Ort, weniger als 1000 Einwohner. Und da sind wir auch zu Hause. Und ich meine so richtig zu Hause. Wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Aber ich würde euch gerne fragen, wer von euch besitzt ein Smartphone? Oder ich frage mal andersrum, wer besitzt denn kein Smartphone? Okay. Und wer besitzt mehrere Smartphones? Also 2 oder mehr? Okay. Wie viel Tonnen Elektroschrott erzeugt werden? Ein kleines holländisches Unternehmen hat jetzt neulich so einen kleinen Beitrag gemacht und da haben sie gesagt, glaube ich, 4000 Mal der Eiffelturm, Gewicht des Eiffelturms pro Jahr. Das ist richtig viel und damit laden wir diesen Planeten ziemlich viel auf. Aber auch, wie die Dinger hergestellt werden. Wo kommen die her? Wie geht es den Menschen? Und auch, woher kommen die Rohstoffe? Was ist mit den Ressourcen? Da möchte ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, weil mich das ganz brutal bewegt hat. Und ich möchte, dass er diesen Mann mal kurz in die Augen schaut. Diesen Mann habe ich kennengelernt in einem Traumazentrum, das wir unterstützen, in der Nähe von Bukavu im Kongo.
der war gerade eine Woche, er hat es geschafft, von den Rebellen zu entfliehen und war gerade eine Woche dort in diesem Traumazentrum. Der hat mir Dinge erzählt, die sind ultra krass, die sind richtig, richtig heftig. Und ich werde es jetzt schon ein bisschen abfangen, aber ich möchte euch trotzdem ein bisschen davon teilhaben lassen, weil ich es wichtig finde, dass wir das wissen und dass wir das hören. Die Rebellen wohnen in den Wäldern, die kommen raus mit Waffen, gehen auf die Märkte und stehlen sich nicht nur die Ware, sondern gleich die ganzen Menschen mit. Und diese Menschen müssen dann über Kilometer, es ist sehr warm, die Ware schleppen. Er war mit seiner Frau unterwegs, seine Frau ist zusammengebrochen. Da haben die Rebellen sie gefragt, ob sie noch kann oder nicht. Und sie meinte, nee, sie kann nicht mehr. Da haben sie die direkt erschossen und sind weitergegangen. Es hat natürlich keiner mehr was gesagt. Die sind einfach weitergegangen. Und dieser Mann wurde mehrfach pro Tag vergewaltigt. Nicht nur die Frauen werden vergewaltigt, sondern auch die Männer. Und ich sage euch das, weil da hört einfach der Spaß komplett auf. Und deswegen ist mir das total wichtig, dass ihr das wisst. Wenn ich solche Menschen treffe, dann ist mir einfach wichtig, dass wir das mitbekommen und dass wir wissen, was für eine Verantwortung wir haben. Denn das alles ist nicht notwendig, überhaupt nicht notwendig. Das ist gezüchtet. Diese Rebellen muss es gar nicht geben. Die werden künstlich gehalten, um so eine Art Kolonialismus-System aufzubauen, damit man günstig an Rohstoffe rankommt. So läuft das Ganze. Und ich möchte, dass ihr das wisst. Und ich möchte, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir jetzt weiterreden. Gewinnmaximierung. Deswegen passiert das meiste doch. Und wir haben gesagt, nicht mit uns. Da machen wir einfach überhaupt nicht mit. Wir machen das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil ist für uns das hier. Wir wollen Sinnmaximierung machen. Und wenn man das in einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre es dieses Wort. Das Wort Wertschätzung. Und ich meine jetzt Wertschätzung auf komplett allen Ebenen, so gut wir es irgendwie können. Mit der Natur, das hier ist Nordhessen. Das ist wunderschön hier. Und wir lieben es. Und es ist nicht nur hier so schön, die Welt ist unglaublich schön. Und ich finde, wir haben eine ganz große Verantwortung. Wir sollten es mit ganz viel Wertschätzung behandeln. Unsere Mitarbeiter, von denen wir die Geschichten wissen wollen, die bei uns sind wie eine Familie. Ein Flüchtling auch zum Beispiel, der bei uns arbeitet. Aber damit fängt es eigentlich erst an, weil es gibt so viele wichtige andere Dinge, die total wichtig sind. Natürlich, es muss einfach sein zu reparieren, aber was passiert da mit den Dingern? Man muss quasi immer Upgrades machen können. Und das ist unser wirkliches Ziel. Unser wirkliches Ziel sind keine Geschäftszahlen, sind keine Produkte. Es ist genau das. So viel Gutes tun, wie wir können und auf dem Weg dahin so wenig Schaden wie möglich anrichten. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil mir aber noch was anderes ganz wichtig ist. Wisst ihr eigentlich, in was für einer krassen Zeit wir gerade leben? Der großen Veränderung. Habt ihr eine Vorstellung, was für eine Veränderung das sein kann, was das ist? Ja, es geht eigentlich ein bisschen weiter. Ich würde es mal so ausdrücken, es ist der Übergang oder der Shift von einer nicht vernetzten Welt in eine nahezu vollständig digital vernetzte Welt. Und da rede ich jetzt nicht nur über Digitalisierung und so ein bisschen AI-Magic, sondern ich rede über was komplett anderes, was noch viel krasser und viel weiter geht. Und die meisten Menschen denken, ja, ach komm, wir sind doch total vernetzt, ja, wir haben ja irgendwie das Internet und können das alles nutzen. Bitte glaubt mir, wir sind nicht mal bei 1%. Nicht mal bei 1%. Und die wirkliche Technologie, die wir dafür brauchen, ist noch nicht da. Die kommt aber bald. Und damit passiert total viel. Sehr viel. Wir werden diesen Planeten nicht wiedererkennen. Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt vertraut, wenn ich das sage. Ich werde jetzt auch nicht zu doll darauf eingehen, weil mir ist was anderes wichtig. Mir ist wichtig, dass wir wissen, diese Veränderung kommt. Und wenn wir diese Veränderung nicht nutzen für eine gute Veränderung des Planeten, sondern nur, um irgendwie ein paar Konzerne mal für ein paar Jahre ein bisschen mächtiger zu machen oder ein paar Individuen auf diesem Planeten mal ein bisschen reicher, dann haben wir es im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen verkackt, wie so die junge Generation das sagt, aber vielleicht soll ich das echt sagen. Dann haben wir es wirklich nicht verstanden, was da gerade auf uns zugerannt ist. Und ich wünsche mir, dass es mein ganz großer Wunsch, mein Traum, eine Veränderung wird.
Und vielleicht habt ihr das jetzt schon gemerkt, wir sind vielleicht so ein bisschen die Greta oder Rezo der Kommunikationselektronikbranche. Geld und Macht, das sind so im Moment so diese Werte. Ne? Das regiert die Welt. So ist der Planet aufgebaut, kapitalistisch. Aber es gibt doch so viel mehr. Das ist doch so ein kleines Wertespektrum. Was für Scheuklappen haben wir eigentlich auf? Was ist mit Vertrauen? Was ist mit Beziehungen? Was ist mit, dass es uns gut geht, unser Körper? Was ist mit Freiheit? Was ist mit Gerechtigkeit? Was ist mit Schönheit? Was ist mit Kreativität? Was ist mit Nachhaltigkeit? Mit Weisheit? Was ist mit Liebe? Wir sind nämlich Wertewandler. Darum geht's eigentlich. Wir wandeln Werte. Das machen wir jeden Tag. Und wisst ihr, was der Grundwert ist des Planeten? Hat jemand eine Idee? Zeit. Wir sind alle im gleichen Raum Zeitkontinuum. Und das ist für alle exakt genau gleich. Dieselben Millisekunden pro Tag für dich, für mich, wie jemand auf der Straße, der Präsident. Zwar Lebenszeit, können wir ein bisschen was zu beitragen, dass wir da ein bisschen mehr oder weniger haben, aber das ist so. Wir sitzen alle im selben Aquarium, Raum-Zeit-Kontinuum, wie Fische. Und mir ist einfach wichtig, dass wir clever wandeln und dass wir uns dessen bewusst sind, was das bedeutet. Hin zu einem valuistischen Denken, einem wertebasierten Denken, was das komplette große Wertespektrum aufmacht.